Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Strompreisgestaltung in Deutschland. Mein Name ist Felix Auspuff, ich bin studierter Energiewirtschaftler und bei Bivin Head of Operations und neben mir steht Daniel Güttinger. Daniel, stell dich doch auch gerne kurz einmal vor. Hallo zusammen von meiner Seite. Ich bin der Daniel und der Geschäftsführer der VIPP. IPP steht für Independent Power Producer, sozusagen. Wir sind der Stromerzeuger und als Betreiber von Wind- und Solarparks in Rheinhessen erzeugen wir jede Menge Grünstrom. Vielen Dank, Daniel. Später dazu noch mehr. Jetzt würde ich gerne direkt starten. Einmal mit der Strompreisgestaltung in Deutschland. Was hat das damit eigentlich auf sich? Und ganz vorweg nochmal kurz der Hinweis, dass wir hier natürlich allgemeine Informationen geben, aber das in keinster Art und Weise eine Anlageempfehlung oder Beratung ist, sondern sich vor einem Investment immer auch die Unterlagen ausführlich durchgelesen werden sollte, insbesondere die Risikohinweise. Ja, die Ausgangssituation, Strompreis in Deutschland. Spätestens seit letztem Jahr ist es für viel mehr Menschen auch ein viel größeres Thema, weil die Preise eigentlich in eine ganz klare Richtung gehen, insbesondere getrieben durch den Krieg in der Ukraine. Darüber hinaus merken wir an ganz vielen Stellen Thema Elektromobilität, Wärmepumpen, dass der Strombedarf in Deutschland einfach immer größer wird. Das heißt, das ganze Thema Strom hat einen viel höheren Stellenwert für alle von uns. Und deswegen möchte ich heute einmal darauf eingehen, wie sich der Strompreis überhaupt bildet, was für Bestandteile es da gibt und was für Einflussfaktoren es gibt und was man daraus ein Stück weit auch ableiten kann, wohin die Reise voraussichtlich in der Zukunft gehen können. Starten möchte ich einmal mit dieser Grafik, die den Strompreis in Deutschland einfach mal in den verschiedenen Bestandteile unterscheidet. Ja, da haben wir zum einen natürlich das Thema Stromerzeugung, ne, mittlerweile der größte Bestandteil. Vor ein paar Jahren tatsächlich sah es noch ein bisschen anders aus, aber insbesondere seit letztem Jahr haben wir da einfach hier den größten Kostenblock. Darüber hinaus sind auch über ein Viertel Steuern und Abgaben, also das ist insbesondere die Mehrwertsteuer, die auch auf den Strom fällig wird. Wir haben eine Stromsteuer von 2 Cent pro Kilowattstunden und diverse weitere Abgaben. Das ist beispielsweise Konzessionen für die Verteilnetze, das an die Kommunen gezahlt wird, oder Zuschläge für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die wir alle über unseren Strom mitfinanzieren. Der dritte Kostenblock sind die Netzentgelte. Hier geht es einfach darum, für den Transport des Stroms zu bezahlen. Und tatsächlich ist dieser Kostenblock auch regional teilweise sehr unterschiedlich, weil sich der ein bisschen daran orientiert, wo es überhaupt ein großer Bedarf, Netze weiter auszubauen. Der Wert, der hier steht, ist ein Durchschnitt für Deutschland. Einige werden sicherlich etwas weniger zahlen, andere etwas mehr. Aber so sah es aus im April diesen Jahres, knapp 47 Cent pro Kilowattstunde, was wir am Ende im Schnitt auf unserer Stromrechnung stehen hatten. Der größte Bestandteil ist die Stromerzeugung mittlerweile. Und da möchte ich jetzt gerne mal auf drei verschiedene Einflussfaktoren eingehen und kurz erzählen, was es damit auf sich hat. Das erste ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Ganz vereinfacht gesprochen ist das der Preisbildungsmechanismus an der Strombörse in Deutschland. Und das funktioniert so, dass alle Kraftwerke in Deutschland einen Wert angeben, die sogenannten Grenzkosten. Das ist vereinfacht gesprochen einfach die variablen Kosten, die benötigt werden, um eine Einheit Strom zu erzeugen. Und mit diesem Wert verdeckt oder ist es eine verdeckte oder eine geheime Auktion, an der man teilnimmt. Und wenn man eben halt einen Zuschlag kriegt, darf man Strom einspeisen. Bei höherem Bedarf steigen dann natürlich auch die Grenzkosten der Kraftwerke, weil das wie eine aufsteigende Kurve ist. Das zeige ich gleich nochmal in einer weiteren Grafik. Und das Entscheidende hier ist eigentlich, dass nicht jedes Kraftwerk zu dem Preis dann vergütet wird, was es eingereicht hat, sondern es ein Grenzkraftwerk gibt, quasi das teuerste Kraftwerk, was im Markt ist. Das bestimmt den Strompreis für alle. Klingt ein bisschen abstrakt, deswegen hier einmal auch grafisch dargestellt. Also wir haben unten die verschiedenen Erzeugungsarten, da haben wir ganz links die erneuerbaren Energien, weil Wind und Solar quasi Grenzkosten von null haben, weil sie nichts verbrennen. Das heißt, wenn sich ein Windrad dreht, kostet das erstmal kein Geld bzw. vernachlässigbar wenig. Dann mittlerweile in Deutschland nicht mehr relevant, aber der Vollständigkeit hier trotzdem aufgeführt, haben Atomkraftwerke die nächstgeringsten Grenzkosten und deswegen an Position 2 in dieser Merit Order. Danach kommen Braunkohlekraftwerke, Steinkohlekraftwerke, Gaskraftwerke und irgendwann Ölkraftwerke, wobei die tatsächlich eher eine geringe Rolle spielen, weil wir eine sehr große Leistung mit den anderen Kraftwerken haben. Jetzt ist es so, in der Grafik wird es dargestellt, dass der Strompreis
immer in diesem Schnittpunkt ist zwischen Strombedarf und eben halt das, was dieses Kraftwerk dann eben halt als Grenzkosten eingereicht hat. Üblicherweise in Deutschland sind es aktuell die Gaskraftwerke. Ja, und wenn man sich ein bisschen anguckt, die Merit Order, je mehr erneuerbare Energien da sind, desto niedriger wird der Börsenpreis irgendwann sein, ja, weil sich die Angebotsmenge verschiebt und somit der Preis sinkt. Das sieht man hier einmal mit dem Unterschied alter und neuer Börsenpreis. Mittlerweile ist es natürlich wieder ein bisschen anders, weil die Atomkraft rausgefallen ist. Trotzdem ist in Deutschland aktuell nach wie vor Gaskraftwerk üblicherweise das Kraftwerk, was den Strompreis bestimmt. Und zumindest in der aktuellen politischen Diskussion ist es ja auch ganz klar so vorgesehen, dass Gaskraft zukünftig eine sehr entscheidende Rolle spielt. Und deswegen ist davon auszugehen, dass auch da in der Zukunft Gaskraftwerke die entscheidenden Einflussfaktoren auf den Preis an der Strombörse sind. Ein ganz entscheidender Einflussfaktor natürlich bei Gaskraftwerken neben den Einkaufspreisen, wo natürlich letztes Jahr ein signifikanter Shift stattgefunden hat, weil eben halt das billige Gas aus Russland vor allem in Deutschland nicht mehr genutzt wird und teureres Gas in Form von LNG importiert wird, sind auch die CO2-Zertifikate. Denn beim Verbrennen von Gas wird CO2 frei und das hat einen Preis. Und hier sieht man einfach mal, wie in den letzten Jahren dieser CO2-Preis signifikant gestiegen ist. Das hat zum einen politische Gründe, ist aber tatsächlich eigentlich auch nur ein Effekt, der zeigt, der Markt bildet mittlerweile annähernd das dar, was eben halt auch realwirtschaftlich dahinter steht. Denn die Verschmutzung in Form von einer Tonne CO2 hat natürlich auch einen Wert und das wird hier ausgedrückt und die Tendenz sieht man, glaube ich, ganz klar, geht in eine Richtung. Ein weiterer Punkt, jetzt war ich einmal zu schnell, ist natürlich auch die Nachfrage am Weltmarkt, die ein dritter Einflussfaktor auf das Thema Strompreis ist. Und dann habe ich hier einmal die Grafik mitgebracht mit der mit der Gasnachfrage weltweit, weil, wie eingangs gesagt, Gaskraftwerke eigentlich die entscheidenden sind, wenn man sich die Strompreise in Deutschland anguckt. Und auch hier sieht man eigentlich eine sehr klare Tendenz, dass der Gasverbrauch in der Regel oder über die Jahre mehr oder weniger kontinuierlich steigt. Wir haben einmal einen kleinen Rückgang 2009 und 2022 und auch 2019. Das sind natürlich aber alles konjunkturgetriebene Rückgänge in Form der Finanzkrise, Corona-Krise oder Ukraine-Krieg, wo einfach weniger Wirtschaftswachstum da war und deswegen auch allgemein weniger Energieverbrauch war. Insgesamt Gasnachfrage trotzdem weltweit steigen. Und so haben wir im Prinzip drei Einflussfaktoren oder zwei Einflussfaktoren, die den Strompreis maßgeblich bestimmen, den wir zukünftig wahrscheinlich zahlen werden. Das ist insbesondere der Anstieg von CO2-Zertifikaten und die höhere Nachfrage nach Gas, die dafür sorgen werden, dass voraussichtlich kurz- und mittelfristig die Strompreise an der Börse erstmal weiter steigen werden. Einmal so viel zum theoretischen Hintergrund. Jetzt würde ich ganz kurz die Chance nutzen und auch an Daniel übergeben, dass wir einmal nochmal kurz Vivien und die VIPP vorstellen und dann am Ende sagen, was für Einflussfaktoren bzw. wie man eben halt diesen Strompreis auch so einsetzen kann, dass man nicht nur am Ende mit der Stromrechnung mehr ausgeben muss, sondern vielleicht auch irgendwie partizipieren kann. Gut, dann kurz ein paar Worte zur VIPP. Eingangs erwähnt, IPP steht dafür, dass wir der Stromerzeuger sind. Wir betreiben am Standort Mainz, wo unser Büro ist, Wind- und Solarpark. Natürlich, die Parks stehen hier nicht in der Stadt von Mainz, sondern über ganz Rheinhessen und auch teilweise in angrenzenden Bundesländern. Wir ja, partizipieren an und treiben die Energiewende voran mit unserer Technologie der erneuerbaren Energien. Wir tun auch einen Beitrag leisten an der ja, Strompreisfindung, indem wir günstigen Strom in der Herstellung produzieren. Mit einem Team von Asset Managern, die sich um den Betrieb der Parks, aber auch ein Team von Spezialisten für Investments, die sich eben um die Transaktionen, wie jetzt in dem Projekt, was wir nachher noch im Detail besprechen werden, kümmern wir uns eben um die Erzeugung von Strom. Und damit man sich ein bisschen vorstellen kann, aktuell mit unserem Portfolio von Wind und Solar erzeugen wir Strom für 110 Haushalte. Das bedeutet so, die Hälfte der Einwohner von Mainz könnten wir versorgen. Was wir auch machen neben dem Betrieb, natürlich, wir vergrößern unser Portfolio und damit wir das auch finanzieren können,
arbeiten wir zusammen und kooperieren mit der Vivin, um uns zu kapitalisieren. Aber wir haben auch noch den Hintergedanken, wie Felix ja schon gesagt hat, Investoren, Bürger zu beteiligen an der Energiewende. Und darum nutzen wir das Mittel dieses Crowdfundings für diese Anleihe, die wir später noch besprechen, um genau die Bürger an der Stromerzeugung zu beteiligen und auch bei möglichen Gewinnen partizipieren zu lassen. Vielen Dank, Daniel. Dann nehme ich die Steilvorlage direkt mal auf, wenn es darum geht, sich daran zu beteiligen. Da kommen wir bei Vivin ins Spiel. Ganz kurz und knapp. Vivin ist eine Online-Investitionsplattform, wo man ausschließlich nachhaltige Geldanlagen findet. Unser Kern und unsere Historie sind insbesondere das Thema erneuerbare Energien, ursprünglich aus der Idee entstanden, Menschen an der Energiewende zu beteiligen, hat sich das mittlerweile weiterentwickelt. Mittlerweile probieren wir nicht nur klassische Bürgerenergie zu machen und diese Beteiligungsprojekte, sondern insgesamt das Geld daher als Ressource zu sehen für einen positiven Wandel, sodass eben halt eigentlich Geld neben einer attraktiven Rendite auch positiv, sage ich mal, auf die Gesellschaft einzahlt und probieren da einfach ein Multiplikator zu sein. Wir machen verschiedene Bereiche, ne, erneuerbare Energien auf jeden Fall. Darüber hinaus haben wir auch nachhaltige Immobilien und Startups mit klarem Fokus allerdings auf die erneuerbaren Energien. Crowdinvesting, vereinfacht gesprochen, ist eine Form des Investierens, auch Schwarmfinanzierung genannt. Und da geht es im Prinzip darum, dass sehr viele Kleinanlegerinnen und Kleinanleger zusammenkommen und zusammen Projekte unterstützen. Und anders als bei, sage ich mal, vielen Sachen, die man im Crowdfunding-Bereich sonst sieht, geht es hier nicht darum, irgendwie zu spenden, sondern es ist tatsächlich ein Finanzprodukt. Das heißt, man investiert Geld, kriegt eine Verzinsung und am Ende natürlich auch das Geld zurück. Also ein ganz normales Finanzprodukt mit dem großen Vorteil, dass die Einstiegshürden sehr niedrig sind, teilweise ab 100 Euro und man halt sehr direkt sehen und entscheiden kann, worin man investieren möchte. Man kann zum Beispiel, kommen wir später zu, sagen, ich möchte dieses konkrete Windvorhaben unterstützen und dann kann man genau in ein Windrad investieren und profitiert eben halt so wirtschaftlich vom Betrieb dieses Windrads und dann natürlich auch nachgelagert, wenn die Strompreise steigen, gibt es da auch natürlich Möglichkeiten zu partizipieren. Das Ganze findet komplett digital online statt. Man hat maximale Übersichtlichkeit, es geht schnell und wenn man Fragen hat, kann man die natürlich jederzeit gerne in verschiedene Arten und Weisen stellen. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich an dieser Stelle nochmal kurz sagen möchte. Wer zu diesem Vortrag oder zu dem, was wir heute erzählen, Fragen hat, kann gerne die Fragen- und Antwortfunktion im Tool nutzen. Und dann gehen wir anschließend gerne nochmal auf Fragen ein, beziehungsweise wenn es sehr ausführliche Fragen sind, werden wir sie wahrscheinlich im Nachgang schriftlich beantworten, aber da jederzeit gerne die Möglichkeit nutzen. Wir freuen uns gerne über Fragen. So viel zum Thema Vivin und die VIPP. Jetzt nochmal einmal ganz kurz und knapp. Ich hatte es gerade schon mal angekündigt. Das Thema Transparenz ist ein ganz entscheidender Punkt bei uns. Bei uns kann man immer komplett sehen, worin man investiert. Und so auch nachvollziehen, ist das wirklich nachhaltig. Also es ist nicht wie irgendein ETF, der draufsteht, im Namen stehen hat, Sustainable, und dann ist da auf einmal ein Wert von Total oder Shell drin, weil sie eben halt auch mal irgendwie 1% in erneuerbare Energien investiert haben, sondern bei uns wirklich ganz klar nachvollziehbar und immer nachhaltig. Dazu haben wir ein Impact Scoring entwickelt, wo man das eben halt auch genau nachvollziehen kann, nicht nur wie nachhaltig etwas ist, sondern in welchen Arten es nahrhaltig ist. Das heißt, da kann man gucken, zahlt es auf die Energiewende ein, ist es, sage ich mal, von sozialen Komponenten nachhaltig etc., kann man sich für jedes Projekt transparent angucken und beliebig tief einsteigen in drei verschiedenen Ebenen und bei Fragen auch da natürlich gerne bei unserem Support melden. Das heißt, so schaffen wir eine ganz klare Transparenz und gehen, sage ich mal, diesem Problem, dass es keine Definition von Nachhaltigkeit gibt und keinen richtigen Standard gibt, dahingehend aus dem Weg, dass wir einfach konsequent, ehrlich und transparent das Ganze aufarbeiten und jeder sich auf möglichst einfache Art und Weise schnell eine Meinung dazu bilden kann. Was natürlich ganz klar ist bei uns, Kohle, Atomkraft, Rüstungsindustrie, Öl, Gas, Fracking etc., alles Fossile kommt bei uns nicht auf die Plattform und da wird es auch nie ein solches Projekt geben. Was natürlich viel transparenter und klarer ist bei der Nachhaltigkeit, ist das Thema erneuerbare Energien und deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle noch mal kurz an Daniel übergeben, dass er zu einem konkreten Projekt, das gerade auf unserer Plattform ist, noch ein paar Worte sagen kann. Danke, Felix. Ja, wie erwähnt, haben wir aktuell eine Kooperation zur Finanzierung
der sogenannten Windanlage Höhe mit Vivint am Laufen. Darum geht es, dass wir mit der VIPP ein Windrad in der Westpfalz ankaufen. Das ist ein Windrad des Fabrikats Nordex. Es hat über 5 Megawatt Leistung und wird nächstes Jahr in Betrieb gehen. Damit man sich einfach mal so ein bisschen vorstellt, was ist das Windrad, was kann das leisten? Ich denke, jeder hat schon mal ein Windrad gesehen, aber die meisten, die Sie kennen oder ihr kennt, die sind noch etwas kleiner. Das ist wirklich eines der neuesten, sag ich mal, Produktion und Evolutionsstufe. Das hat 149 Meter Durchmesser bei den Rotorblättern und eine Nabenhöhe von 125 Meter. Das ist wirklich etwas, was man heutzutage baut, damit dann auch wirklich die Energiewende vorangetrieben wird und die Stromerzeugung signifikant vorangetrieben wird. Das ist etwas, einfach mal noch ein bisschen Zahlen dazu zu geben, wenn das Windrad dann im vierten Quartal nächsten Jahres ans Netz gehen wird, wird es voraussichtlich 11,2 Megawattstunden produzieren, was ungefähr dem Haushalt, Verbrauch von 4.500 Haushalten pro Jahr entspricht. Also man sieht, ein Windrad kann da schon relativ viel bewegen bei der Energieerzeugung. Ups. Ganz kurz nochmal noch, das waren jetzt mehr die Daten zum Windrad selbst, was natürlich auch mögliche Anleger interessiert. Was gibt es da für Finanzkennzahlen? Das ist eingangs erwähnt, man kann schon mit relativ geringen Beträgen investieren. Ich glaube, bei dem Produkt sind 250 Euro die einzigste Barriere. Man hat eine feste Verzinsung von 4,5% über die Laufzeit bis Ende Juni 2028. Man hat aber auch die Möglichkeit, dass man partizipiert an den steigenden Strompreisen. Ich glaube, das ist auch wichtig, was wir heute in der Präsentation zeigen wollten. Strompreise sind variabel und wenn wir eben als Betreiber von den höheren Strompreisen und der Vergütung profitieren können, dann möchten wir auch die Investoren mitnehmen und darum bieten wir eine sogenannte Bonuskomponente. Wenn der Strompreis über 10,5 im gewichteten Jahresmittel steigt, dann gibt es 1,5 Prozent Punkte, nicht Punkte, Prozent on top. Und dann könnte man bis zu einer maximalen Verzinsung von 6% pro Jahr erzielen. Diese 5,73%, die hier als erwartete Rendite gezeigt werden, sind die Rendite, die wir als möglich erachten in verschiedenen Szenarien, die wir basierend von historischen Daten ermittelt haben. Aber ich glaube, wichtig ist mitzunehmen für den Anleger in der Anleihe 4,5% sicher pro Jahr über die Laufzeit und die Möglichkeit, zusätzliche 1,5% Zins zu erhalten, wenn der Strompreis steigt. Ja, Daniel, vielen Dank für die Infos zu dem Projekt. Sieht sehr spannend aus. Und wie gesagt, durch diese Bonuskomponente hat man dann eben halt direkt den Zusammenhang zwischen steigenden Strompreisen auf der einen Seite und seinem eigenen Investment, sodass man, sage ich mal, nicht nur immer bluten muss, in Anführungsstrichen, mit der eigenen Stromrechnung, sondern auf eine andere Art und Weise auch partizipieren kann. Alle Informationen dazu natürlich bei uns auf der Website unter vivin.de oder einfach den QR-Code einscannen. Da wird dann alles ausführlich dargestellt. Dann gibt es auch nochmal ausführliche Informationen und da kann man sich dann ein vollumfängliches Bild dazu machen, auch zum Impact Score natürlich. Deswegen gerne einfach vorbeischauen. Ja, das war es auch schon mit unserem Vortrag. Deswegen würde ich direkt mal übergehen in die Fragerunde. Die ersten Fragen haben uns schon erreicht. Ansonsten gerne jetzt noch weitere Fragen einreichen, sodass wir die in den nächsten knapp 10 bis 15 Minuten auch noch beantworten können. Teilweise können wir natürlich auch Fragen dann gerne im Nachgang nochmal schriftlich beantworten. Dazu würden wir uns dann bei den jeweiligen Personen melden. Das Erste, was gefragt wurde, handelt Vivint auch mit CO2-Zertifikaten? Kurze Antwort, nein, tun wir nicht. Hat insbesondere, also ne, gibt es diverse Gründe, die dagegen sprechen, aber ein ganz entscheidender Punkt, der klassische Handel mit CO2-Zertifikaten hat erstmal keinen nachhaltigen Impact, weil CO2-Zertifikat ja im Prinzip das Recht auf Verschmutzung ist. Und das ist natürlich etwas, mit dem wir uns irgendwie gar nicht identifizieren. Das ist ein ganz wichtiger Einflussfaktor, der viele andere Sachen bestimmt, sage ich mal, was am Markt passiert. Aber wir selber haben damit aktuell nichts zu tun. Und dieser CO2-Zertifikatepreis hat dann eher Einfluss darauf, wie sich zum Beispiel Assets im erneuerbaren Energienbereich, aber natürlich auch theoretisch in Immobilien oder in passenden Startups entwickeln könnten. Der Auswahlprozess von Vivint. Wie kann das Risiko minimiert werden?
Kann ich gerne einmal kurz skizzieren. Also es gibt grundsätzlich bei jedem Projekt verschiedene Themen, die wir uns angucken. Ne? Das ist zum Impact Scoring, da gucken wir uns natürlich die Nachhaltigkeit des ganzen Themas an und entscheiden erstmal überhaupt, kommt das in Frage für uns oder nicht, erfüllt es unsere Ansprüche an die Nachhaltigkeit. Darüber hinaus führen wir natürlich auch eine Due Diligence durch. Das heißt, wir überprüfen Finanzkennzahlen, wir arbeiten in verschiedenen Szenarien und probieren dann eben halt so, die Projekte auszuwählen, die eine sehr geringe Auswahlwahrscheinlichkeit haben und dann auch einen risikoadäquaten Zins haben. Insbesondere im Bereich erneuerbare Energien ist das Thema Risiko tatsächlich aber relativ gering, weil es reale Assets sind, also etwas, was wirklich da ist und was laufend Erträge erwirtschaftet. Und dann gibt es ein gewisses Risiko, dass vielleicht mal der Wind nicht so viel weht oder die Sonne nicht so viel scheint, wie ursprünglich angenommen. Aber dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, das dann eben halt über die Jahre auszugleichen. Und da wird auch üblicherweise mit entsprechenden Abschlägen gerechnet, sodass da auch ein gewisser Puffer da ist, sodass Zins und Tilgung dann auch bedient werden können. Und ganz entscheidend in Deutschland natürlich auch das Thema EEG-Vergütung. Das heißt, der Staat garantiert fest einen Mindestabnahmepreis für den Strom, sodass man immer, wenn man in diesem Base-Szenario rechnet, was, sage ich mal, die Grundannahme ist, mit denen wir erneuerbare Energienprojekte prüfen, auch in dem Sinne kein Risiko hat, dass der Vertragspartner ausfällt, denn das ist in dem Fall vereinfacht gesprochen die Bundesrepublik Deutschland. Die nächste Frage: Was muss politisch noch passieren, um den Anteil erneuerbarer Energien weiter zu erhöhen? Da würde ich einmal ganz kurz was sagen und dann kann Daniel sicherlich auch noch mal aus Sicht, sage ich mal, der aktiven Marktteilnehmer was sagen. Genau, ich glaube, politisch ist ganz wichtig, dass vor allem Subventionen für fossile Energien aufhören, um da, sage ich mal, auch den erneuerbaren Energien in Anführungsstrichen noch faire Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen. Denn, haben wir vorhin gesehen in der Merit Order, erneuerbare Energien sind die günstigste Form der Stromerzeugung. Das heißt, ökonomisch, rational betrachtet, macht es eigentlich gar keinen Sinn, nicht komplett auf erneuerbare Energien zu gehen. Und da ist es einfach nur entscheidend, dass das nicht durch andere Logiken, Mechanismen ausgehebelt wird. Und dann setzt sich das auch quasi automatisch durch. Und dann würde ich jetzt nochmal an Daniel übergeben, der vielleicht nochmal ein bisschen praxisnäher, auch was Verwaltungspraxis, Genehmigungsprozesse etc. angeht. Werden. Natürlich ein langes Thema und es sprengt auch im Rahmen dieser Veranstaltung. Aber was wichtig ist, ich werde oft gefragt, ja, merkt man jetzt schon die ja, Initiativen, die die Koalition auf den Weg gebracht hat? Und ich muss immer sagen, eigentlich bei uns kommt gar nichts an. Die Bewilligungsprozesse gehen immer noch sehr lange. Man kann sich schon vorstellen, 4 bis 6 Jahre dauert es, bis ein Windrad dann gebaut werden kann. Ich glaube, für uns, was wir politisch bräuchten, wäre einfach Beschleunigung in den Verfahren. Und aber auch Sicherheit für den Betrieb nach der Zeit im EEG. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel das Thema von der Abschöpfung. Solche Dinge, die helfen natürlich nicht. Und darum sind wir auf alle politischen Unterstützung für die Industrie der erneuerbaren Energien dankbar und helfen dem Ausbau grundsätzlich. Dann gab es nochmal eine Nachfrage zu den CO2-Zertifikaten. Verkauft die VIPP keine, beziehungsweise wer profitiert vom vermiedenen CO2? Möchtest du was sagen? Hier Und kannst du wählen, ja. genau, also die VIPP kann gar keine CO2-Zertifikate verkaufen, weil sie gar keine kriegt. Denn ganz vereinfacht gesprochen funktioniert der Markt ja in Deutschland bzw. Europa so, dass es CO2-Zertifikate gibt. Die kriegen im Prinzip die Leute, die CO2 verbrauchen, zugeteilt. Das sind vor allem E.ON, RWE, große Chemieunternehmen, also die, die besonders dreckig sind, in Anführungsstrichen. Und die haben dann Anreiz, eben halt, wenn sie Energie sparen, dass sie weniger CO2-Zertifikate brauchen. Die können sie dann am Markt verkaufen. Wenn sie mehr verbrauchen, müssen sie sich diese Zertifikate teuer einkaufen. Aber es ist nicht so, dass wenn man einen Windpark baut, dass man dafür CO2-Zertifikate kriegt von der Bundesregierung, sondern das funktioniert anders und ist ein bisschen davon losgelöst. Ist tatsächlich die Wirkung eher so, wer mit erneuerbaren Energien zu tun hat, der muss keine teuren Zertifikate kaufen, hat aber natürlich auch das Problem, in Anführungsstrichen, dass keine Zertifikate einem geschenkt werden, die man dann am Markt nochmal gewinnbringend verkaufen kann. Aber das ist einfach, wie der Markt vereinfacht gesprochen organisiert ist. Eine Frage zum Impact Scoring. Warum haben nicht alle Projekte eine 100 im Impact Scoring? Einfache Antwort, weil die Projekte unterschiedlich sind und natürlich auch unterschiedlich nachhaltig sind. Und genau darum geht es beim Impact Scoring, dass wir in einem Gesamtscore einmal aufzeigen, wie nachhaltig ist dieses Vorhaben und in welchen Dimensionen. Und natürlich gibt es da einen Mindestwert, die Projekte bei uns erreichen müssen, dass wir sagen, die sind nachhaltig.
Aber man kann natürlich da auch nochmal differenzieren. Und genau darum geht es eigentlich bei dem Impact Scoring. Und wenn es Projekte gibt, die eine 100 erreichen, wäre das super. Bisher haben wir noch keine gesehen, weil das auch einfach in jeder Dimension man Punkte sammeln muss, um eine 100 zu erreichen. Und das ist einfach auch eine gewisse Herausforderung und soll natürlich auch in dem Sinne ein Ansporn sein für die Projektentwickler bzw. Unternehmen, mit denen wir das machen, sich vielleicht bei einigen Punkten noch zu verbessern. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den wir dann immer wieder ansprechen, wo wir probieren, auch Einfluss zu nehmen, indem wir sagen, wenn du noch dich in dem Bereich etwas verbesserst, verbessert sich das Impact Scoring. Und da haben wir tatsächlich auch schon sehr gute Gespräche geführt. Ja, wo möchte die VIPP in Zukunft noch hin und was sind die Ziele? Kann man das sagen, Daniel? Natürlich, also ich glaube, das übergeordnete Ziel ist, die Energiewende in Deutschland voranzutreiben. Und wie geht das natürlich? Mit einem Wachstum des Portfolios im Bereich von Wind- und Solarparks. Darum, ich bin froh, dass wir dieses eine Projekt mit der Wien zusammen finanzieren konnten. Das ist ein kleines Puzzlestück in diesem großen Ganzen. Das Ziel ist, weiter zu wachsen, weitere Anlagen anzukaufen und dann aber auch in Speicher innovative Startups zu investieren, die dem ganzen Dienen der Energiewende nicht nur in der Produktion, sondern auch im Speicherbereich, damit wir dann halt auch da vorankommen in den Zeiten, wo vielleicht Sonne nicht scheint oder eben auch der Wind nicht weht. Dann vielen Dank, Daniel. Sicherlich sehr spannend, was da in Zukunft noch passiert. Und ich glaube, das ganze Thema Energiewende ist einfach sehr dynamisch gerade und da gibt es an sehr vielen Stellen Möglichkeiten, sich als Unternehmen einzubringen und Chancen wahrzunehmen. Es gibt eine Frage zu Kooperation mit Bürgerenergiegenossenschaften, ob die angedacht oder möglich sind. Also ganz grundsätzlich haben wir schon zweimal erfolgreich mit den Bürgerwerken zusammengearbeitet, die ja im Prinzip die Dachgenossenschaft für diverse Bürgerenergieprojekte in Deutschland sind und haben mit ihnen schon auch zwei Finanzierungen gemacht. Darüber hinaus ist es natürlich grundsätzlich möglich, dass wir auch mit Bürgerenergienossenschaften zusammenarbeiten und auch sie aktiv unterstützen. Da sind wir in diversen Gesprächen und werden sicherlich auch mittelfristig Projekte haben. Aber das Prinzip einer Genossenschaft funktioniert ja üblicherweise so, dass eben halt die Mitglieder der Genossenschaft auch Kapital mit einbringen, sodass sie häufig auch schon kapitalisiert sind. Sehr gerne ergänzen wir diese Finanzierung, unterstützen Energiegenossenschaften auch selber, denn im Kern tun sie in etwa das Gleiche, was wir tun. Sie geben Menschen die Möglichkeit, sich aktiv bei der Energiewende einzubringen und davon zu partizipieren. Deswegen sind Bürgerenergiegenossenschaften und Bürgerenergieprojekte natürlich, eine sehr gute Sache und immer wichtiger, aber leider werden sie immer weniger aufgrund der immer größeren werden organisatorischen und administrativen Herausforderungen. Vielleicht kurz von mir, wenn jemand hier an der Veranstaltung ist, der Interesse an sowas hat oder Vertreter von ja, so einer Genossenschaft ist, kann er sich gerne bei mir melden. Die E-Mail-Adresse ist ja eingeblendet. Wir haben in der Vergangenheit auch mit Bürgergenossenschaften kooperiert. Können wir uns gerne auch weiter vorstellen, um einfach melden und dann können wir bilaterales Gespräch führen. Gut, dann gibt es noch mal eine Rückfrage zum Merit-Order-Prinzip. Wird das nur in Deutschland oder in allen europäischen Ländern angewendet? Das Merit-Order-Prinzip, so wie ich es vorhin vorgestellt habe, gilt für Deutschland. Also es ist der deutsche Strom, das deutsche Strommarktdesign. Und das ist tatsächlich auch eine der Herausforderungen, dass wir zwar netztechnisch einen mehr oder weniger harmonisierten europäischen Strommarkt haben und auch sehr viel über Grenzen hinaus passiert, aber nicht überall einheitliche Marktmechanismen gelten. Sieht man auch allein schon von den Förderregimen. In Deutschland gibt es die EEG-Vergütung, in anderen Ländern gibt es das so in der Form nicht. Das heißt, da ist sehr viel Stückwerk dabei und so wie ich die Merit Order vorhin vorgestellt habe, gilt sie für Deutschland. Ja, dann gucke ich gerade nochmal drauf. Jetzt gäbe es die Möglichkeit, nochmal eine letzte Frage zu stellen. Wir warten nochmal etwa 30 Sekunden, würde ich sagen. Also falls es noch Fragen gibt, gerne jetzt direkt. Ansonsten natürlich auch gerne im Nachgang per E-Mail bei uns einfach melden, info@vivin.de, dann sammeln wir das Ganze und schicken es dann auch raus und auch der Vortrag wird dann natürlich rausgeschickt. Vielleicht kann ich kurze Pause mal auf Fragen warten, nutze ich nochmal auch Werbung für die VIPP zu machen. Das wird sicherlich nicht das letzte Projekt sein, was wir mit der Vivin machen. Nur auf die Frage, wo wollen wir hin, was ist die Strategie? Wir haben ganz viele Projekte, sag ich mal, in der Pipeline. Darum
unterstützt uns mit diesem Projekt jetzt hier konkret mit der Sickinger Höhe oder schaut Ausschau auf der Webseite. In den nächsten Monaten kommen bestimmt weitere ähnliche Projekte, ob das im Solar- oder Windbereich ist. Das wird sich noch zeigen. Aber so helft ihr uns, unsere Strategie zu verfolgen. Nochmal vielen Dank für das. Ja, Daniel, vielen Dank für diese Schlussworte auch direkt an der Stelle. Dann möchte ich die Chance jetzt einmal nutzen, mich ganz herzlich einmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu bedanken für die Aufmerksamkeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Einblick geben, wie gewisse Prinzipien in Deutschland funktionieren und auch mit vielleicht einigen, ja, Vorbehalten aufräumen im Sinne von erneuerbare Energien sind so teuer, denn so ist die Logik natürlich nicht. Dann natürlich auch vielen Dank an dich, Daniel, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ein paar spannende Einblicke gegeben hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir heute und ich hoffe, wir werden es bald wieder machen. Aber einmal organisatorisch noch, im Nachgang werden wir die Aufzeichnung zu diesem Webinar zur Verfügung stellen und bei Bedarf auch Fragen nochmal schriftlich beantworten. Und ich freue mich schon auf das nächste Webinar und wer nichts verpassen will zwischendurch, zwischen dem nächsten Webinar oder auch der nächsten Webinar-Ankündigung, gerne unseren Newsletter abonnieren. Da halten wir über alle relevanten Informationen euch auf dem Laufenden und ich freue mich. Danke auch von mir.